last year we were having this big inspiration from Tunisia, those big marshes because of the All Saints Church explosion in Alexandria. We were having the anti-torture movement, we were having workers' movement, we were having several different things at the beginning of the year, and then there came an opportunity to organize for the 25th of January, which is the police celebration day, and we needed to say, we're not celebrating that day, we're marking it as a black one. And we organized ourselves, certain five different movements, youth movements, announced 20 different locations, but actually marched from one location. We distracted the security, we broke the siege on Tahrir, and we lost more people on that bigger march that broke the siege because it was the most attacked. And then voila, we suddenly found masses of people, thousands and then millions, marching with us. And then we realized it's bigger than we thought and it should be more ambitious. When we march, it's a mark of disobedience because we insist on stopping the traffic sometimes, because yes, he should stop and listen to us, and yes, we'll make a fuss in this country because we have a point of view. We occupy Tahrir, that's one of the tactics, but it's not always the right one. Sometimes when you're too weak to occupy Tahrir in a way that would stop this country, you should be outside of Tahrir mobilizing for the revolution, convincing more people that only with a victorious revolution we can really have a better world. The confrontations are one of the amazing forms of disobedience, and because you're saying, yes, I'm willing to go to the extent of losing my life. The real, real benefit of all this is that we've learned about each other, that we've learned that we can depend on each other, that we've learned that we need to learn from each other, and that we've learned that we can just do it together. In February of 2011, the governor of Wisconsin, Scott Walker, proposed a bill that would have removed public sector unions completely. No more public sector unions in Wisconsin if this passes. And it prompted a massive citizen uprising, the kind of which the United States had not seen for a long time. From February to March, there were tens of thousands of people every day rallying in Capitol Square. The largest crowd has been estimated as high as 180,000 people. People were staying overnight in the Capitol building for 17 days and nights. It's the longest occupation of a Capitol building in American history by far. And it gave an example of civil disobedience where not following the rules can actually come to be seen as a mainstream thing. It gave that example to a new generation that did not live through the civil rights movement, that did not ever see that occur before in the United States. And so it showed that, in fact, a type of disobedience activism in the United States is possible, and helped, I believe, to inspire the Occupy movement, and will help to inspire more actions in time. Bueno, en Chile, el proceso de movilización inició hace muchos años. Este es un proceso de acumulación social que se viene desarrollando después de la dictadura militar que nosotros vivimos en el año 73, después de un gobierno popular. Y hoy día el desencanto de la población pasa principalmente por el nivel de desigualdades que, que se han venido generando en este espacio, ¿cierto? Donde el impulso principal durante el año 2011 lo dan los estudiantes con una demanda tan concreta como es la educación pública, gratuita y de calidad, que llega a calar a toda la población, transformándose este movimiento estudiantil en un movimiento social, donde se involucraron los trabajadores, los pobladores, las dueñas de casa y la sociedad en su conjunto, para demandar, cierto, una demanda que era tan sentida por todos, que entendíamos que era una demanda transversal y que era causa de un, y producto del modelo económico y político que es el modelo neoliberal. Las protestas que se hicieron en mi país tienen que ver con encantar a la población y a la sociedad en su conjunto de una manera creativa, de una manera no violenta. La creatividad y las diversas expresiones de apoyo que recibió el movimiento tienen que ver con su carácter pacífico. En cambio, los trabajadores tenemos otras formas de lucha que nos obligan a actuar de una manera más de carácter, de otra forma de lucha, a través de bloqueos de ruta en los barrios industriales para impedir el acceso de los trabajadores, en muchos casos, al lugar de trabajo y generar con ello una justificación
para salir a una movilización de carácter masivo. Es gibt einen Zyklus sozialer Bewegung. Ja, ich würde nicht alles als zivilen Ungehorsam bezeichnen. Ich sehe viele Zusammenhänge, die von den Bewegungen selbst hergestellt werden. Also Aktionsformen, Symboliken, also Referenzen, Ermutigung. Also in all diesen Kämpfen, ja, also in Chile, in Wisconsin, in London, in Kairo, in Tel Aviv, gibt es Formen des Ungehorsams, Praktiken des Ungehorsams. Aber ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Ziviler Ungehorsam bedeutet, dass Menschen aufgrund von moralischen Argumenten sich orientieren an Normen der Demokratie und diese durch Protest einfordern gegen legale Mehrheitsentscheidungen. Ja, und dabei unkonventionelle Mittel des Protestes verwenden, die an der Grenze des rechtlich Erlaubten sind und da sie es öffentlich ankündigen, damit auch in Kauf nehmen, dass sie bestraft werden, staatlich verfolgt und bestraft werden, aber gleichzeitig deutlich machen, dass es eben keine kriminelle Handlung ist, sondern eine Forderung, eine Mehrheitsentscheidung zu revidieren, also zu überprüfen und eventuell rückgängig zu machen. Wenn ziviler Ungehorsam nach wie vor heißen soll, blockierte Prozesse müssen durch Aktionen eines lokalen und begrenzten Regelverstoßes verflüssigt werden, dann ist das unzureichend für einen Prozess gesellschaftlicher Veränderung, weil es dann eben tatsächlich immer nur das Korrektiv an einer bestimmten Stelle ist. Die Frage ist aber, ob es gelingt, sowohl die Praxis ziviler Ungehorsam als auch den Begriff zu entgrenzen von dieser Fixierung auf das lokale, begrenzte Korrektiv und klarzumachen, dass es ein auf Dauer gestelltes, regelverletzendes Handeln geben muss und dass Regelverletzung systematisch und strategisch eingesetzt werden kann und muss. Wenn es gelingt, das auch mit diesem Begriff zu verbinden, dann wäre enorm viel gewonnen. Ziviler Ungehorsam ist so eine komplizierte eigene Protestform, die so gelernt und eintrainiert werden kann und muss, ja, wie man das macht, wie man in solche Konflikte hineingeht, wie man die eigenen Gefühle, die Wut und so weiter kontrolliert. Ziviler Ungehorsam ist eine extrem komplizierte, und deswegen heißt sie auch zivil, ja, also eine extrem kontrollierte Form des Protests. Wenn man jetzt denkt, man könnte mit zivilem Ungehorsam sozusagen da eine neue Initiative in Gang bringen, weil das vielleicht ein sozial verträglicherer Begriff ist, dann würde ich sagen, ich glaube, das funktioniert nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, die es wahrscheinlich machen, dass es gelingen kann. Zum einen ist es de facto so, dass aktuell Aktivistinnen und Aktivisten ihr eigenes Handeln über diesen Begriff reflektieren und auch versuchen, strategisch zu wenden und ihre strategische Überlegung in diesem Begriff zu fassen. Zum anderen gibt es vereinzelte Theorieprojekte im Umfeld vor allem der radikalen Demokratie, die das genau leisten, für die der Begriff des Ungehorsams nicht mehr nur das demokratische Korrektiv ist. Insofern kann man davon ausgehen, dass es möglich ist, weil ziviler Ungehorsam hat bereits eine andere Dimension an Bedeutung gewonnen, als er das in den 80ern hatte. An der Peripherie Europas brechen immer mehr Kämpfe auf. Diese Krise spitzt soziale Lebens- und Arbeitsverhältnisse dramatisch zu. Für uns als eine interventionistische und auch internationalistische Linke heißt das, wir müssen was tun. Seit dem G8 setzen wir uns strategisch und für unsere Praxis mit Formen des zivilen Ungehorsams auseinander. Wir haben gesehen, dass wir Zehntausende von Leuten mobilisieren konnten, die durch die Felder gerockert sind und diesen Gipfel stürmen und blockieren wollten. Wir haben das Konzept von dem Land auf die Städte übertragen, haben es bei Dresden nazifrei und auch bei anderen Nazi-Aufmärschen anderen Städten angewandt. Wir sind mit Konzepten des zivilen Ungehorsams zu den Gleisen und haben geschottert beim Castor. Und dadurch haben sich, glaube ich, viele, viele Leute auch neu anpolitisiert und tatsächlich auch radikalisiert. Gerade in dieser Zeit dieser europäischen Krise ist es vonnöten, hier in der BRD aktiv zu werden und was zu tun, gerade auch,
um Aktivistinnen und Genossinnen im Ausland den Rücken zu stärken.